Hi Kanalbandis, schön, dass ihr da seid, schön reinschaut. Wir sprechen heute über den schönen Namen Sabine. Bis gleich. Schaut euch jetzt mal ein bisschen an. Damit ihr wieder, schön, dass ihr da seid. Ja, Sabine, das ist ein Name, der kommt von den Sabinerinnen. Sabinerinnen, das war das eine Mythologie, die halt, ja, das ist eine griechische Mythologie. Das heißt, die Sabinerinnen, die haben halt da gerufen und dann kamen die Männer an und so. Und ich glaube, so ist die Geschichte. Und auf jeden Fall, der Name Sabine, der ist in Deutschland sehr weit verbreitet. Und ja, typischer 80er-Jahre-Name, sage ich mal so. Und mir gefällt er vom Klang her, Sabine. Ja, ich kenne ungefähr so, wie viele Sabine sind es. Ja, das ist eine Sabine aus dem Sportstudio, wo ich drin bin. Dann die Little Angel. Das ist eine Moderatorin vom YouTuber Casey51. Ich begrüße jetzt auch Little Angel und auch Casey51. Hallo Carsten und alle, die noch halt da in seiner Kanalbande da sind. Ja, und Sabine, ja gut, da der Klang ist gut vom Klang her, der Name. Ja, und Kurzform von Sabine sind zum Beispiel, Kosenamen sind halt Biene, Bienchen, Biene, Sabbelbiene, Sapse. Was gibt's noch? Ja, könnt ihr gerne drunter schreiben, was für Kosenamen ihr für Sabine habt. Ich sag, wenn ich eine Biene sehe, sage ich mal Biene oder Biene oder so. Ja, also ich kenne nicht so viele Sabines. Wie viele Sabinen kennt ihr denn? Also und was mit Sabine angeht, also ich verstehe mich gut. Mit Sabines verstehe ich mich gut. Ja, und ja, also was gibt es noch zu Sabine zu sagen? Auf jeden Fall ist der Name weit verbreitet. Und gefällt mir auch, wie gesagt. Grüße ich erstmal alle Sabines oder Sabinen, wie sagt man das? Sabinen. Hallo Sabinen, wie geht's euch? Oder Sabine, was soll ich jetzt mal? Bis nächstes Mal, tschüss, falls das Video gefallen hat, ruf uns nicht runter und dann bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao.